Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Faster Than Light. Stotter mal nicht so. Habt ihr schon mal eine spotternde Bord-AI gehört? So klingt das. Ich, die Bord-AI, begrüße euch herzlich auf der Educator 1. Auch Olafsson begrüßt euch natürlich als Captain. Und wir fliegen weiter Richtung nächster Sektor. Der nächste Sektor ist entweder ein Rock-Control-Sektor oder ein Rock-Control-Sektor. Man sieht, die Möglichkeiten stehen uns offen. Ich denke, wir entscheiden uns für den Rock-Control-Sektor. Ja, ich meine, ich hätte jetzt auch den Rock-Control-Sektor nehmen können, aber warum? Im Endeffekt bringt mir das auch nichts. It's not unheard of to have a peaceful journey through the lands, but don't count on it. Mir fällt gerade ein, dass ich mit meinen ganzen Kohle auch mal meine ganzen Systeme upgraden könnte. Zum Beispiel hier, Drone Control brauche ich nicht. Weapon Control könnte man drüber nachdenken nach wie vor. Aber ich weiß auch gar nicht, was das alles so bringt, weil ich benutze das sehr selten. Improved Blast Doors ist natürlich relativ cool, wenn Intruder kommen. Vielleicht verbesserte Sensoren, dann kann ich beim Gegnerschiff sehen, wie es da aussieht. Das wäre cool. Oder ich improve mein Piloting. Ich denke, dass mehr Defensive ist cool. Defensive ist best thing ever. Accept. Jetzt haben wir... Wie viel Evasion? 50% Auto-Evasion. Scheiße, das war dämlich. Damage. Ja, es war nicht völlig dämlich. Das hier hätte ich nehmen müssen. Engines. Ja, kann ich auch noch ein bisschen upgraden. Ah, ich hab's ja. Ich muss mal auf die Map gucken, nicht, dass ich lieber einen Store hätte. So, ich habe immer noch genug für alles, was ich brauche derzeit. Insofern ist das okay, so wie es ist. Auch wenn das total dämlich war. zum Autopiloten. Ich habe halt einen Autopiloten gekauft. Das ist total überflüssig. Oder? Okay, wenn ich rausgehe, habe ich halt immer noch die Hälfte meines Evasions. Es ist nicht völlig überflüssig, aber es ist auch nicht sinnvoll gewesen. Okay, wir springen einfach mal weiter. Es wastet halt ganz schön Energie. Dafür, dass ich das den Crewmember da eh nicht brauche. You arrive and detect signs of battle. A few ships are taking passes at each other near a small station. You don't know if it's a territory issue, a contest. Schluck auf. Or right of passage, but you decide it's best to stay out of it. Do I? Ich glaube, hier hätte man dann Mantis Crewmember? Slug vielleicht? Auf jeden Fall was gebraucht, was ich nicht habe, wie es aussieht. Ich glaube aber, dass ich hier das gerne haben möchte. Das klingt cool. Das ist sehen, was im Gegnerschiff so abgeht. Und dann springen wir einfach nach hier hin, damit ich diesen Punkt da auch noch zu sehen bekomme. Oder springe ich direkt in die Mitte rein? Ich springe in die Mitte rein. Immer mitten in die Mitte rein. Ich glaube, ich werde bestimmt nochmal mit Scrap Metal zugeschmissen. Eine Waffe. Danke. Aber eine ziemlich nutzlose Waffe. Ich fühle mich hier unwillkommen. Wir springen nach oben, gehen dann hier so runter irgendwie. Aha, the distress beacon is coming from a civilian ship. It appears it is being chased by a pirate. Aber keine Sorge, wir haben so unglaublich gute Waffen. Improved weapons, wir warnen sie, dass hier jemand ist, mit dem man nicht herumficken sollte, um es mal nicht auf... Don't fuck around with. Fick nicht mit mir rum. Aber man muss dazu sagen, dass Ficken keine richtige Übersetzung zu Fuck ist. Also, das deutsche Ficken kommt eigentlich von Jucken und Kratzen. Technically a greater threat and a potential reward, they turn and engage your ship. Wir haben es mit suizidgefährdeten Massenmördern zu tun. That sounds dreadful, actually. Okay, das ist ja cool. Ich habe noch nie so viel Kohle gehabt, dass ich einfach meine Sensoren abgegradet habe, weil ich das bisher immer für mehr oder weniger überflüssig gehalten habe. Die haben Raketen. Da ist mein Schild hinüber. Aber wir können vorher mal unsere ersten paar Schüsse auf die abgeben. Sehr schön. Feuer! Okay, da kommt deren erste Rakete geflogen und wir schmeißen unser Defense-System an. Intruders alert! Wir haben zwei Mantis-Crew-Members, die schaffen das schon. Deal with them.
Autofire ist aus, das ist gut. Brauch kein Autofire. Hm. Die machen meinem Schild ganz schön Damage. Also, nein, sie machen meinem Schild keinen Damage, weil Schild kann kein Damage nehmen, aber ihr versteht, was ich sagen will. Feuer! Mist, der Schild steht immer noch. Aber ihr Schiff geht allmählich zu Bruch. Und meine beiden Mantis haben das Problem einfach gelöst. Oh mein Gott, Missile incoming. Gott sei Dank habe ich... Hatte ich eine Defense-Drohne? Nein, habe ich eine Defense-Drohne. Alles kein Thema. Sieht alles schlimmer aus, als es ist. Man sieht, ich bin kein Fatalist. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Meine Güte, man könnte auch kritischer treffen. Naja, das Schiff ist wie gesagt fast hinüber. Und ich tauche einfach mal eine Runde ab, womit ihre Schüsse einfach ins Leere fliegen. Wie schade, nicht wahr? Doch wirklich äußerst bedauerlich. Ich habe auch richtig Mitleid mit denen. Aua, die haben meinen Motor zerstört. Feuer! Wow. Kein Treffer. Cool. Da werde ich ja mal eine Runde nichts machen, ne? Weil mit 4 Schilden müssen die auch ganz schön ordentlich was ballern, um da durchzukommen. Oh, sie wechseln die Position. Interessant. Ja, sie haben ja auch gerade ordentlich Glück gehabt. Missile detected. Kein Problem. Ich habe gerade kein Glück. Und jetzt habe ich keine Waffen mehr. Und zwar ganz schön lange keine Waffen mehr. Okay, wir wechseln auf doppelter Hull-Laser. Das dauert länger, aber das funktioniert wenigstens. Also, wir wechseln auf doppelter Hull-Laser, wenn dann mal deren Ionenwaffen es mir wieder gestatten, meine Waffen zu benutzen. Meine Güte, dieser Kampf dauert ja Ewigkeiten. Ja, habt ihr nicht geglaubt, dass es auch ungeduldige Bord-AIs geben könnte, aber man lernt immer wieder dazu, nicht? So. Ich kann jetzt sogar wieder unsichtbar werden. Hier spricht irgendwas dagegen? Nö. Ah, ich bin unsichtbar. Autofire activated. Schießen wir sie zu Klump. Oh, Breach. Oh. Oh. Oh, es ist einfach kaputt gegangen. Okay, kontaktieren wir das zivile Schiff. Captain offers to install a piece of equipment on your ship. A weapon, Iron Blast. Ja, ich hätte die Waffe gerne. Iron Blast wäre cool. Iron Blast kostet nämlich, glaube ich, weniger Energie. Required Power 1. Ne? Ich habe ja nicht viel Energie auf meinem Schiff. Kann ich zwar immer noch nicht sinnvoll benutzen. Also doch, kann ich benutzen, fällt mir gerade ein. Hull Missile habe ich ja auch noch. High Missile Damage plus a decent Breach Chance. Mhm. Mhm, mhm. Kann ich nämlich den Firebeam hier rausnehmen, den Iron Blast einstellen, accepte das, gehe auf mein Schiff, upgrade mein Waffensystem, upgrade mein Powerbar, akzeptiere das, ärgere mich, dass da ein Store ist und fliege weiter. Ich habe ja auch reichlich zu verkaufen, also wenn da jetzt Cloak irgendwie ein Crew-Teleporter oder sowas Cooles darin ist, dann kaufe ich den immer noch einfach. Crew-Teleporter, Dankeschön, und den Rest brauchen wir sowieso nicht. Mehr Sprit vielleicht? Nö. Nö, wir brauchen nix. Wir kaufen nix! Firebeam könnte ich natürlich verkaufen. Aber im Endeffekt... Die Frage ist, ob ich wirklich den Halberd Beam brauche. Ich meine, mit dem doppelten Hull Laser komme ich auch ziemlich gut zurecht, aber... Halberd Beam ist halt... Er geht so, ne? Damage per Room Hit ist okay. Ich bräuchte halt noch eine Waffe, das ist echt ärgerlich. Also Hull Missiles werde ich garantiert nicht binden. Ne, es braucht auch nur 2 Power. Hm. That's tasty, actually. Ich meine, das macht halt... Ich muss mir irgendwas überlegen mit diesem Schiff, weil ich habe halt mit den 2 Hull-Laser brauche ich einfach viel zu viel Damage. Verbrauche ich viel zu viel Energie, meine ich. Ich könnte ja jetzt schon 4 Waffen benutzen, wenn ich wollte.
Hull Missile Fire Beam. Vielleicht benutze ich statt dem Halberd Beam meinen Fire Beam. Der kostet schließlich nur 2 Power. So, du gehst weg. Du gehst da wieder rein. Kann ich immer noch nicht alles benutzen, richtig? Weil Hull Laser zweimal ist einfach unglaublich gut. Ich könnte noch wie viel freischalten? Ich kann nur noch einen freischalten. Derzeit kann ich den Iron Blast noch mitbenutzen. Mehr könnte ich derzeit nicht mitbenutzen. Das heißt, ich werde auf keinen Fall, wenn ich die beiden Hull Laser behalten will, kann ich auf keinen Fall die Hull Missile benutzen, also kann ich sie auch verkaufen. Zack, weg ist sie. Habt ihr sonst noch irgendwas Interessantes? Ein paar mehr Drone Parts? Nö. Ja, und so haben wir jetzt noch eine Waffe mehr. Ziemlich okay, würde ich sagen. Vielleicht kaufe ich mir einfach... Komm, wir kaufen uns noch ein paar Scrap und Throne Parts. Wir können es uns ja leisten. 2 Sprit und ein paar Throne Parts. Und raus hier. Jump. To... Ja, nach Süden. Possible Ship Detected. Ich weiß, die Frage mit dem Wo zur Hölle ist mitten im Universum Süden. Wow, ein Grog-Schiff. It looks quiet, but you realize your computer is being scanned. A hidden rock lights you. Why do you fill your computer with lies? These are not the holy words. Before you can interject, say open fire. Oho, sie verstecken sich. Das kann ich auch. Actually, but not Zerglings at all. Okay, 3 Schilde. This sounds amazing, but I don't think it actually is. Iron Blast kann natürlich einfach auf das Schild schießen. Weil es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Es sorgt halt dafür, dass der Rest später da auch mal drauf schießt. Ich werde sowieso mit allem auf den Schild ballern. Weiter auf den Schild schießen, wir kriegen den schon klein. Feuer! That was a failure of epic proportions, actually. Aber gut, es sieht nicht alles so schlimm aus. Ich muss nur überlegen, ob ich mir die Fans-Drohne einsetzen will. Intruders detected. Blödköppe. Mantis, schnappt sie euch. Ich kann auch. Mach auch wieder so. Spielen schon wieder Verstecken miteinander. Feuer frei! Ich glaube, meine Leute müssen da echt mal raus. Und ich sollte mal zielen lernen. Na, wir gehen mal meine Leute eine Runde heilen. Die können wegen meiner in dem Türsystem da Stress machen, wie sie wollen. Da passiert nicht viel. Feuer! Ich sollte vielleicht Autofeuer deaktivieren. Irgendwie bringt das so nichts. What does it actually? Okay. Iron Blast bleibt da drauf, Iron Hull Laser bleibt auch da drauf, aber der andere schießt jetzt deren Schiff einfach ganz kaputt. Und wir tauchen einfach mal chillig ab. Ihr seid ja knuffig drauf, könnt ihr mal sowas von vergessen. Wollen die mir hier den Sauerstoff abdrehen? Fass es ja nicht. Iron Blast, fire to the shields. Und der Hull Laser dürfte den Schild jetzt... kaputt machen, und das hatte ich gehofft, macht dem das Schild kaputt, hat es aber nicht. Naja, aber es hat das Schiff angezündet, das ist ja auch schon mal was wert. Außerdem nehmen wir ohnehin hier keinen, also doch, wir haben interessanterweise einen Schadenspunkt genommen. Ziemlich dreist. Ich finde es super lustig, dass wir immer fast zeitgleich unsichtbar werden können. Feuer! Feuer! Er ist fast tot, der Kollege. So, wir werden auch unsichtbar. Muss das jetzt ein bisschen zeitversetzt machen, weil sonst wäre mein, ja, hätte ich nicht vernünftig direkt alles hintereinander wegfeuern können. Das wäre ja ärgerlich. Feuer! Oh, ich habe einen Rock-Crew-Member getötet. Das tut mir ja fast leid. Aber wirklich nur so ganz, so knapp vorbei, dass es mir wirklich leid tun würde. Da tauchen sie wieder ab. Muss ich auch mal abtauchen? Nö, ich kann gerade nicht abtauchen, weil mein... Dingens leider ionisiert wurde. Ja, die Ski kriegen unseren Schild tatsächlich kaputt, wenn sie sich Mühe geben. Feuer!
The rockship moves into a defensive position and transmits a white flag signal. They seem willing to buy their lives. Ja, ihr kauft euer Leben aber ganz schön billig. Nicht, wenn schon der letzte Schuss in der Luft fliegt, sorry. Hätte ich eh nicht verhindern können. Außerdem kriegen wir ein bisschen mehr. Nicht mehr Fuel, aber vom mehr Scrap Metal. Scrap Metal ist awesome. Fast so gut wie Heavy Metal. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. Recall, call. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis mein Schiff repariert. A rock captain hails you. It is improper of me to contact off-worlders, but this is an emergency. We were on our great way to deliver our passengers to her new husband, the Grand Basilisk of Numa 5, when our engines broke down. Will you take possession of her and make haste to Numa 5? Warum, warum nicht? You surprise me, off-worlder. Thank you. The passenger will be right with you momentarily. She refuses to enter the main hold and prefers to wait in the cargo bay. Edit a quest marker. Ja, dann. Und die Quest ist natürlich auch direkt in Reichweite. Sich fast den Falschen angeklickt. Fliegen wir da einfach hin oder wollen wir uns vorher noch upgraden? Weil wir hatten gerade in der Tat... Erstmal warten wir, bis unser Schiff wieder funktioniert. Wir haben ein Power zu wenig, also upgrade ich einfach die eine Power. Zack. Und onward to some questing. A vast tunnel network near the surface of Numa 5 indicates an advanced rock civilization. This must be where you were asked to deliver the passenger. Okay, machen wir. Realizing arrival is imminent, the passenger, silent so far, pleads with you not to hand her over. She's interrupted by the Grand Basilisk's chief aide. To the alien we're still holding the Basilisk's wife. Deliver her to us, you will be rewarded. Well, diese drei Pünktchen. Das klingt böse. Ich glaube, ich refuse to comply. Weil das da, diese drei Pünktchen, you will be rewarded. Well. Klingt einfach wie das pure Böse und ich kenne dieses Event nicht. Also refuse to comply. I was led to believe your kind did not know mercy. I will join you. But quickly, we must jump away. They will not tolerate. She's interrupted by weapons fire from the Basilisk Escort. Yay! Wir haben eine neue Rock-Crew-Memberin. Die schicken wir mal direkt zum Sauerstoffsystem und schießen dieses komische Ding, was da vor uns steht, zu Klump, würde ich sagen. Ich könnte mal versuchen, meine Mantis-Leute zu trainieren und die einfach mal darüber schicken. Ich glaube, das wäre nicht das Verkehrteste, was ich jemals getan habe. Ich habe ein bisschen Angst um sie, muss ich zugeben, aber vielleicht schaffen sie es ja. Rüber da! Iron Blast, fire on the shield. There's no reason not to do that. Ah, da fliegen Raketen auf uns zu. Dann benutzen wir mal eine Defense-Drohne. Die kriegen den Rock-Typen locker down. Hot Laser, Feuer. Hot Laser Nummer 2, Feuer. Beiden Mantis geht es da drüben noch relativ gut. Und sie sammeln halt wichtige Kampferfahrung. Ich kann sie in einiger Zeit schon rüberporten. Ich denke, ich weiche mal eine Runde aus. Totally worth it. Sieht so aus, als würden sie das echt schaffen. Schießt sie zu Klump. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich sie nicht wirklich zu Klump schieße. So, nein, ich kann meine Leute da rausholen, aber vielleicht kriegen sie vorher den Typen down. Und das schaffen sie. Und raus da. You completed your mission. That was a job well done, guys. Starger, Elisabeth, ich bin stolz auf euch. So. Onward to some killing opponents. And stuff. Ihren Schildsystem ist ja eigentlich nur noch am Abfackeln. Feuer! Ich meine, die haben ja keine größeren Probleme mit Sauerstoffmangel, die, Rock-Heinis, aber dennoch. Das lief erstaunlich gut wieder einmal. Ein Job very well done. Da kommt noch eine Rakete. Super-Droide. Schön aufgefangen. Wir kriegen Fuel, wir kriegen Missiles, mit denen wir nichts anfangen können und dürfen weitergehen. Schön. Einfach schön. Ich würde gerne Power von meinem Pilotensystem wegnehmen. Ich wusste nicht, dass... Ja, habe ich ja schon erwähnt, was ich da für einen Mist gebaut habe. Die Power könnte ich halt auf anderen Systemen besser gebrauchen. Ich habe ja nur noch 3 Stück. Hier, Engines brauchen die Power. Da kriegt man richtig Dodge. Ich habe ja sowieso ziemlich viel davon, aber dennoch. Naja,
Es ist nicht zu ändern. Wir fliegen weiter. Und sammeln weiter Scrap Metal. More Scrap Metal. Also Scrap Metal. Attempt Eraser. The burnt out hull of a rock mine layer drifts by. Behind the wreck drifts a live mine. An automated drone that drills into ship hulls before exploding. It locks onto your ship, signs ship signatures and heads your way. Attempt evasive maneuvers. Immediately. The ship's turning cycle proves too wide and the mine bites down onto the hull. Ja, das Universum ist einfach zu klein. You can hear it now. Cheering through the armor. Send someone outside to defuse it. Your crew member dons a spacesuit and exits the airlot. They make quick work of the basic device and return inside to relieve all round. The mine makes good scrub and pickings too. Continue. Puh. Hast du schon, ich verliere dabei einen Crewmember. Ich glaube, das ist möglich bei dem Event. Da ist ein Store. Ja, und ich habe kein anderes Ziel als den Store. Also fliege ich mal zu dem Store. You come across a rock trading post. It's rare they deal with outsiders, but they need to sell the last of their stock and will pay their dues for their transgression when they return home. Was habt ihr im Angebot? Waffen! Ein Iron Blast. Einen zweiten Iron Blast könnten wir benutzen. Glaive Beam ist auch ziemlich cool, aber braucht halt 4. Wiederhole 4. Firebomb. Firebomb wäre... Folgendes Problem. Ich weiß, mit Firebomb kann ich mit Firebomb plus Crewboarding kann ich den Endboss relativ einfach schlagen. Ein zweiter Iron Blast würde aber bedeuten, dass ich 4 Waffen benutzen kann. Ich denke, ich entscheide mich für die Firebomb. Ja, Firebomb. Ich könnte auch einfach beides kaufen und für den Boss einfach auf die Firebomb wechseln. That's actually an option. Ja, so machen wir das. Das Ding wird verkauft. Wir kaufen uns einfach den Iron Blast auch. Ich habe ja auch unendlich viel Geld. Puh. Close. Ship. Equipment. 2x Iron Blast. Accept. Ship, Waffensystem upgraden, Power auf den zweiten Iron Blast und jetzt habe ich 4 Waffen, bis ich beim Boss bin. Und beim Boss werde ich dann halt einfach auf die Feuerbombe wechseln. Der Trick dazu, ja, den werdet ihr gleich wahrscheinlich sehen. Ich bin nämlich sehr, sehr zuversichtlich, was diesen Run betrifft. Ich glaube, ich kaufe ein bisschen mehr Sprit noch. Ich habe zwar theoretisch genug, aber auf 15 bleiben ist sicherer. Jump. Wir könnten hier noch hinspringen, wird aber ziemlich knapp. Onward to the exit. You have arrived at the long-range beacon. When the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Scanners are showing intelligent life forms on a nearby planet. No match for them can be found in the database. Investigate. You land a small shuttle in an enormous field whose only occupants are small, brightly colored, six-legged, horse-like animals. Could they be what your scans picked up? Try to communicate peacefully. Bring some of the creatures on board to sell. Try to communicate peacefully. Ich bin nett. Außerdem, ich habe keinen Slug. Mit Slug wäre es einfacher. None of your attempts to communicate seem to work. They just stare at you silently. With empty eyes. They stare into the void of your soul. Dum dum da. So prepare to leave. One of the creatures canters forward and forcefully nudges you away from the ship. He seems to want you to follow him. Lass mich raten. Jemand ist in den Brunnen gefallen. Timmy oder so ähnlich. Eventually, the creature guides you to an old NG ship crash site. Inside, you are able to find and reactivate an NG. Awesome. Mehr Crewmember. Ich habe zu viele Crewmember. This is less awesome. Tja, Bjorn. Ist schön. Schön, dass du mitkommen willst, aber ich brauch dich nicht. Oder werde ich eine von meinen Rock-Crew-Membern los? Ich meine, ich habe Ariadne gerade gerettet. Ist halt so, dass ein NG-Crew-Member prinzipiell nützlicher ist als ein Rock-Crew-Member in dieser Situation. Weil dann habe ich mir einen, der schnell reparieren kann. Ich denke, ich schmeiß Ariadne raus für den guten Bjorn. Und upgrade meine Powerbar, damit ich jetzt auch endlich meine Waffensysteme nutzen kann und trotzdem noch genug Power für meine Drohne habe. Und onward to adventure.
Ach so, nee, nicht Onward to Adventure. Ja, liebe Freunde, ich danke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann gegen den Boss geht, wieder. Ciao, ciao.